Ich leite seit vielen Jahren buddhistische Meditationsseminare. Ende der 50er Jahre des vorigen Jahrhunderts, ich war ungefähr 14 Jahre alt, las ich das erste Mal über Meditation. Der Ausdruck war damals weitgehend unbekannt. Gebe ich ihn heute in Google ein, bringt er 148 Millionen Ergebnisse. Das nenne ich eine Erfolgsgeschichte. Doch was bedeutet der Begriff? Man setzt sich hin, in eine bestimmte Haltung am Boden oder auf einen Sessel. Den Rücken hält man aufrecht und der eigene Geist beobachtet den eigenen Geist. Ich, der Beobachter, beobachte mich. Eine merkwürdige Situation, vermutlich die einzige, in der Subjekt und Objekt eins sind. Ich beobachte nicht wie üblich die Welt im Außen, sondern mich selbst nach innen. Ich konzentriere mich, sammle meinen Geist und dringe tief ein in das eigene Wesen. Ein Mysterium eröffnet sich. Der Weg ist sehr wirkungsvoll. Er führt zu Ruhe und Klarheit, Einsicht und Intuition. Wer ihn geht, kann Macht über die eigenen Gedanken und Gefühle bekommen, somit Macht über sich selber und dadurch auch über andere. Ohne begleitende Ethik kann die Methode daher auch gefährlich sein. Meditation selbst ist eine Methode jenseits aller Religionen und Gottesvorstellungen. Eine aussprechbare letzte Wahrheit lässt sich in ihr nicht finden. Ich halte Meditation für das größte Abenteuer, auf das sich der Mensch einlassen kann. Nach meiner eigenen, positiven Erfahrung damit rate ich allen Menschen, ernsthaft zu meditieren. Nur wenige tun das allerdings, und wenn, dann meistens im Rahmen religiöser Übungen. Meines Erachtens gehört die Meditation jedoch mitten ins Leben, zu uns, zu den Menschen. Es gibt zwei Formen von Meditation und man kann mit ihnen Ruhe und Einsicht erlangen. Diese beiden sind wie die zwei Seiten einer Münze. Ruhe führt zur Einsicht und Einsicht zur Ruhe. Das Wirkungsvolle ist die Einsicht. Ziel ist die Ruhe, der Gleichmut in allen Lebenssituationen. Einsicht ist schwer zu erlangen, unser Ich stellt sich dagegen. Selten sehen wir die Dinge, wie sie sind, sondern eher, wie sie unserer Ansicht nach sein sollten. Dadurch entstehen alle unsere Irrtümer. Bei der Ruhemeditation konzentriere ich mich, je nach Methode, auf ein bestimmtes Wort, ein Mantra oder ein Gebet, das ich wiederhole, ein inneres oder äußeres Bild und ähnliches. Solange mich das interessiert und ich mich darauf konzentrieren kann, kommt der Geist zur Ruhe. Ganz ähnlich wie im Kino. Wenn ich sehr traurig bin und einen Film sehe, bin ich 2 Stunden lang ruhig. Nach Ende des Filmes ist die Trauer wieder da. Einsichtsmeditation ist komplexer. In ihr stelle ich mich einem tiefgreifenden inneren Prozess. Deswegen übt man sie auch länger. Man bleibt so lange sitzen, bis quasi, bildlich gesprochen, auch das dümmste Ich begreift, dass es günstiger ist, durch die Türe zu gehen und nicht durch die Wand. Meistens wollen wir trotzdem durch die Wand gehen, aber das funktioniert nicht. Der historische Mensch Buddha Shakyamuni hat es vorgemacht. Vor 2500 Jahren hat er sich in den Wald unter einen Baum gesetzt und ist so lange sitzen geblieben, bis er seinen Geist erleuchtet hat. Diese Methode wird auch heute noch gelehrt. Man setzt sich auf einen stillen, etwas abgeschiedenen Platz und beobachtet seinen Atem. Der Atem ändert sich ständig. Einatmen, ausatmen und eine Pause dazwischen. Die Konzentration gleitet ab, Ablenkungen tauchen auf. Gedanken, Gefühle, Unruhe, Ärger, Freude. Immer wieder versucht man, zum Atem zurückzukehren und sich auf diesen zu konzentrieren. Ein ganzer Wald voller Affen scheint sich im eigenen Geist zu tummeln. Nur schwer und allmählich kommt der Geist zur Ruhe. In vielen Religionen kennt man Meditation, doch sie ist, streng genommen, keine religiöse Methode. Zumindest nicht, wenn man Religion mit Offenbarung, Glaube oder einem persönlichen Gott verbindet. Damit hat Meditation wenig zu tun. Wenn man Religion auch als Erkenntnisweg sehen kann, so wie in den meisten Richtungen des Buddhismus, wenn man Religion als Suche nach dem Ursprung deutet, ist Meditation sehr wohl eine religiöse Methode. Richtig geübt führt sie vom Tagesbewusstsein in immer tiefere Bewusstseinsschichten. Am interessantesten und wohl auch am eindrucksvollsten ist die erste meditative Versenkung. Sie heißt auf Sanskrit Piti. Auf Deutsch bedeutet es Interesse oder Verzückung. Sie tritt nicht nur in der Meditation auf, sondern kann auch bei anderen spirituellen Methoden und sogar spontan auftreten. Marathonläufer kennen sie, der Mönch in seiner Klause, ein Wissenschaftler oder eine Köchin,
die sich ganz stark auf ihre Arbeit konzentrieren. Menschen in Rockkonzerten, beim Sex oder in religiösen Erweckungserlebnissen evangelikaler Kirchen. Das sind ganz unterschiedliche Tätigkeiten und Situationen, zwischen denen keine Verbindung zu bestehen scheint. Ihnen allen ist nicht ein Gotteserleben oder andere religiöse Zustände, sondern eine starke Konzentration gemein. Durch diese kommt es zu diesen außergewöhnlichen, verzückten Bewusstseinszuständen, zu denen jeder menschliche Geist fähig ist. In der Einsichtsmeditation lernt man sie bewusst herzustellen. Treten diese mystischen oder ekstatischen Zustände spontan im Rockkonzert, bei evangelikalen Gottesdiensten oder beim Sex auf, wissen die Beteiligten nicht, wie sie hergestellt haben. Sie sind dann quasi eine Nebenerscheinung der starken Konzentration auf nur diese eine Sache. Über die erste Versenkung führt die Methode in die weiteren und tieferen Versenkungszustände der Meditation. Mit der Meditation untrennbar verbunden ist die Achtsamkeit. Man bezeichnet damit die nach innen gerichtete Aufmerksamkeit, also in die umgekehrte Richtung, in die wir meistens aufmerksam sind, nämlich nach außen. Sie ist eine grundlegende Methode, mit der wir unsere Sichtweise auf die Dinge und die Welt ändern können, mit der wir uns von negativen Gefühlen und Gedankenmustern lösen können. In der einfachsten Form übt man sie, indem man auf den Körper achtet, auf seine vier Grundhaltungen, das Liegen, Sitzen, Gehen und Stehen. Fast alle Yoga- und Tai-Chi-Methoden sind auch Methoden der Körperachtsamkeit. Etwas schwieriger ist dann die Übung der Achtsamkeit auf die Gefühle, Absichten und Gedanken. Wenn wir aufhören wollen, uns über andere Menschen zu ärgern, in Stress zu geraten, müssen wir lernen, achtsam zu sein. Es sind ja nicht die anderen, die uns ärgern und stressen. Wir nehmen die anderen zum Anlass, um uns zu ärgern, um uns selbst unter Stress zu bringen. Durch die Übung der Achtsamkeit und der meditativen Konzentration kann man lernen, Ärger und Stress, der in einem selbst noch nicht entstanden ist, gar nicht entstehen zu lassen und in der Folge diese und andere unheilsame Zustände, in die wir geraten, fallen zu lassen. Und weiter kann man auch lernen, Liebe, Großzügigkeit und Gelassenheit, die in uns nicht vorhanden sind, entstehen zu lassen und diese dauerhaft zu erhalten. Das, was ich hier in wenigen Worten so einfach beschreibe, ist es natürlich nicht. Es bedeutet nämlich nichts anderes, als alle seine Gefühle und Gedanken unter Kontrolle zu bringen, sich nie wieder zu ärgern oder unter Stress zu geraten, sondern immer liebevoll, freundlich, mitfühlend und gelassen zu sein. Der Weg der Meditation hat somit das ganz reale und positive Ziel, den eigenen Egoismus zu überwinden und so ein zufriedenes und gleichmütiges Leben zu führen. Erleuchtung ist ein großes Wort, doch für die meisten klingt es nur esoterisch. Aber ich rede nicht von Esoterik, sondern von einer Methode, die ich selbst seit vielen Jahren praktiziere und mit der man gelassen und frei werden kann. Frei sein von negativen, also unheilsamen Gefühlen, Gedanken und Taten ist eine recht gute Beschreibung des Begriffes Erleuchtung. Es wurden 7 Fähigkeiten beschrieben, die man in sich entwickeln kann, wenn man sich erleuchten, also frei sein möchte. Achtsamkeit, die nach innen gerichtete Aufmerksamkeit gehört dazu, Untersuchung und Willensstärke, Verzückung, Sammlung des Geistes, also Meditation, Gelassenheit und Gleichmut. Einige dieser Qualitäten kann man mit Anstrengung und Energie willentlich üben. Andere entstehen allmählich, wenn die anfängliche Anstrengung völlig anstrengungslos wird und das eigene egoistische Wollen zum Erliegen kommt. Das kann Jahre dauern, aber ist nicht auch das ganze Leben ein Lernprozess? Das Ziel des Lebens ist für mich das Leben selbst. Und ob ich und andere dieses heiter, fröhlich und gelassen oder aggressiv, ängstlich und aufgeregt verbringen, macht einen großen Unterschied. Deshalb ist es auf Dauer auch nicht genug, sich in der Meditation nur selber zu üben, sondern es ist wichtig, auch anderen Menschen zu helfen. Das sollte nicht zu früh sein. Solange wir noch selbst in den eigenen Verstrickungen, Abhängigkeiten und Anhaftungen stecken, wird wenig dabei herausschauen. Aber warten zu wollen, bis wir uns gänzlich befreit haben, da könnten wir lange warten. Sinn hat es, sich einerseits selbst zu üben und andererseits sich auch um seine Mitmenschen zu kümmern. Das bedeutet, einen mittleren Weg zu gehen. In der Mitte zwischen den extremen Ansichten des Theismus und Atheismus, zwischen extremem Wohlleben und strenger Askese,
zwischen Zölibat und ungehemmter Promiskuität liegt in meinen Augen das Ziel. Zumindest, wenn man heiter und gelassen, mitfühlend und liebevoll werden möchte. Ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit buddhistischer Meditation, verdanke ihr sehr viel und bin der Meinung, dass sie auch vielen anderen Menschen helfen kann. Ich habe zu Beginn meiner zweiten Lebenshälfte begonnen zu meditieren. Bis zu diesem Zeitpunkt war ich vor allem mit der Familie, den Kindern und meinem Beruf beschäftigt. Ich war viele Jahre im Gesundheitswesen tätig und habe das Diagnosezentrum Orania in Wien gegründet. Wir untersuchen dort jährlich über 75.000 Menschen und vieles in dem Zentrum, wie es heute funktioniert, ist auch Ausdruck meiner intensiven Auseinandersetzung mit Meditation und Buddhismus, bis hin zum Ambiente und den täglichen Untersuchungsabläufen. Das bedeutet nicht, dass dort alles fehlerfrei läuft und schon gar nicht, dass ich das alles allein bewirkt hätte. Ohne Mitmenschen, Mitarbeiter und Partner geht ohnehin gar nichts. Auch im Buddhismus und der Übermittlung seiner Methoden ist nicht alles Gold, was glänzt. So ist auch nicht die Meditation und die Achtsamkeit alleine waren, an denen ich gereift bin. Verluste, die Auseinandersetzung mit den Kindern, Lebenspartnerinnen und nicht zuletzt einige ernsthafte Krankheiten und Unfälle waren es, die mich allmählich zur Ruhe kommen ließen. Doch das Zentrum meines Bemühens lag all die Jahre in der buddhistischen Ethik, Philosophie und der daraus folgenden Übung. Über diese schreiben wir daher seit 20 Jahren in der Zeitschrift Ursache und Wirkung. Diese beschäftigt sich mit einer spirituellen Übung im westlichen Lebensalltag. So kann ich nach fast 30-jähriger Übung mit großer persönlicher Überzeugung sagen, es hat Sinn, sich in buddhistischer Meditation zu üben. Es ist nicht immer ganz leicht, aber immer lohnenswert.